Lesung aus dem Buch Jesaja. Einst hat der Herr das Land von Sebulon und das Land Naphtali verachtet, aber später bringt er die Straße am Meer wieder zu Ehren. Das Land jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubeln und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unseren Schultern und den Stock des Treibers. Worte des lebendigen Gottes. In der heutigen Lesung dreht sich alles um zwei Stämme Israels, Sebulon und Naphtali. Es sind zwei Stämme im Norden des Landes. Sie wurden von Assur eingenommen. Deshalb wird von ihnen erzählt, dass sie im Dunkeln sind. Aber es wird ihnen in dieser Lesung auch verheißen, dass sie aus ihren dunklen Situation ins Licht geführt werden. Doch stellen wir uns zuerst einmal die Dunkelheit vor. Kinder und auch viele andere Menschen haben in der Dunkelheit Angst. Wenn es immer dunkel wäre, würde es kein Leben auf der Erde geben. Wenn bei uns die Tage kürzer und die Nächte länger werden, spüren viele Menschen das auch physisch und die Zahl der Depressionen nimmt zu. Die Dunkelheit steht auch für alle Formen der eigenen Not. Das ist das Bild vom Licht, das die Dunkelheit erhellt, ein Bild der Hoffnung und des Trostes. Das Volk in Sebulon und Naphtali hat diese Wandlung erlebt. Ihnen wird diese Erfahrung geschenkt. Sie werden herausgeholt aus der Finsternis und können ein helles Licht sehen. Auch über denen, die ganz tief im Dunkeln sitzen, strahlt ein Licht auf. Und mit dem Licht kehrt die Freude und der Jubel zurück. Und wer steht dahinter? Wer ist dieses Du, von dem im Text die Rede ist? Aus dem Zusammenhang heraus wird deutlich, dass es Gott ist. Im Neuen Testament wird dieses Bild auch auf Jesus übertragen. Schon bald verkündeten Christinnen und Christen Jesus als das Licht der Welt, als ihre Ostersonne. Heute können wir darauf achten, welche Situationen während des Tages von Gottes Licht erhellt und durchflutet werden. Darüber dürfen wir uns freuen und jubeln.